Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Fates Vermächtnis. Hier bei Crush4Defig89. Wir machen weiter mit Kapitel 15, Gipfel der Ulfhedin? Moment, was steht da? Ulfhedin? Was ist das denn? Der Armee von Corrin gelingt es, die Grenze zu durchbrechen, doch die Hauptstraße ist noch in norischer Hand. Corrin sucht nach einem anderen Weg. Ja, dann werden wir mal diesen anderen Weg bestreiten müssen. Gipfel der Ulfhedin. Was ist das? Schreibt in den Kommentaren, was das sein soll, um diese Wissenslücke füllen zu können. My Lord, ich habe die Umgebung vollständig ausgekundschaftet. Danke, Kaso. Und wie sieht das aus? Ich fürchte nicht sehr gut. Ich glaube, die norische Armee ist sich unserer genauen Position nicht bewusst. Doch sie haben alle möglichen Wege zum Schloss versperrt, einschließlich aller Nebenstraßen und Pfade. Sie waren ziemlich sorgfältig. Tausende Truppen sammeln sich. Tausende? Und wir sind gerade mal eine Handvoll. Nun, danke nochmal, Kaso, dass du diese schwierige Aufgabe übernommen hast. Natürlich, mein Lord. Darf ich fragen, wie ihr nun weiter vorgehen wollt? Ich sehe keine Möglichkeit, unbemerkt an den norischen Truppen vorbeizukommen. Gibt es wirklich keinen anderen Weg, den wir nehmen können? Doch, den gibt es. Oh, dein Rausbild sprach. Anscheinend haben wir keine andere Wahl. Theoretisch ist es möglich, nur über den Berg der Ulfhedin zu erreichen. Jedoch ist der Berg der Ulfhedin allgemein als unpassierbarer Gipfel bekannt. Wir könnten so das auch nur vorschlagen, mein Lord Ryoma. Wir sind besser dran, wenn wir gegen 10.000 norische Soldaten kämpfen. Ich bin mir des Risiken bewusst und nur ebenso. Das war der Grund, warum sie uns in diese Richtung drängen. Richtig, ich sah keine Truppen. Den Weg zum Gipfel sperrten, doch das ist sicher beabsichtigt. Was denkst du, Corrin? Das ist vielleicht unsere beste Chance. Nun, wir können nicht einfach hier bleiben. Wir mögen zwar keine kleine Truppe sein, aber wir sind stark und flink. Ich denke, wir sollten unser Glück mit dem Berg der Ulfhedin versuchen. Dann ist das beschlossene Sache. Kase, kannst du uns zum geeignetsten Pfad über den Gipfel führen? Natürlich, mein Lord. Zuerst die ewige Treppe und jetzt das. Wenigstens müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wir aus der Form geraten. Leider sind die körperlichen Anstrengungen nicht unsere einzige Sorge. Wie geht es dir, Corrin, mit der neuen Pause machen? Nein, mir geht es gut, aber es sieht so, als würden andere zurückfallen. Vielleicht sollten wir ihnen die Chance geben, aufzuholen und sich auszuruhen. Gute Idee, ich gehe ein Stück zurück und benachrichtige die Anführer. Moment, ist doch jemand hier? Wo? Ich sehe niemanden. Ulfhedin? Pass auf, Corrin! Oje, das sind wieder solche. Womit haben wir es denn hier zu tun, Ryoma? Noch weitere norische Monster? Nein, es sind Ulfhedin, ein Clan, der die Fähigkeit des Gestattfahrens besitzt. Sie sind der andere Grund, warum man diesen Berg fürchtet. Hey, was macht der Kerl in unserem Revier? Tut mir leid, wer bist du? Ich? Oh, mein Name ist Keaton und du kannst mein Fell nicht haben, klar? Ihr seid nicht die ersten Menschen, die mir mein Fell über die Ohren ziehen wollen. Aber am Ende bin ich es, der mit Trophäen prahlen kann, mit ihren Knochen. Er schaut gerade zusammen von Menschen Knochen zu haben. Entschuldige, ich glaube, ihr legt ein Missverständnis vor. Wir wollen nicht euer Fell haben, sondern nur das Gebiet passieren. Wir wollen niemandem etwas Böses tun. Wirklich? Warum sollte ich euch glauben? Mein Fell ist ziemlich weich, weißt du? Eine Menge Leute wollen es. Bitte glaub mir, wir haben nicht vor, mit euch zu kämpfen. Alle hören, legt eure Waffen nieder. Ich hoffe, du weißt, was du tust, Corrin. Ja, hoffentlich tust du das Richtige. So, es tut uns leid, dass wir euer Revier betreten haben. Wir kommen in Frieden. Wir wollen nur passieren. Na gut, ich glaube, es ist an die Wahrheit. Lass wir den Menschen durch. Danke, Keaton, wir wissen das zu schätzen. Was zum... Was war das? Ich glaube, es war eine Explosion. Alle rollen auf den Boden. Sieht doch... Dort drüben, was ist das? Das sieht aus wie eine dunkle Energie. So wie jene, die aus meinem Schwert kam. Wurden wir etwa schon wieder von König Garen hereingelegt? Hey, Koppel, wach auf, das ist nicht lustig. Schluss damit. Ah, mach die Augen auf. Komm schon, du bist doch nicht etwa... Oh nein. Du! Du warst das, oder? Du hast uns die ganze Zeit in der Stadt rumgeführt. Nein, das ist nicht wahr. Wir hatten nichts damit zu tun. Du lügst, dafür werdet ihr sterben, ihr alle! Scheiße. Mordet Corrin, geht es euch gut? Gar aus dem Weg, der Sache zwischen mir und ihm.
Nein! Kase! Ich danke dich, dass wir drehen weiterkommen, Mylord Cole. Wir werden schwere Verluste erleiden, wenn wir uns nicht wehren. Ich hätte den Menschen nicht trauen sollen. Niemand kommt ihr Leben davon. Schnell, Mylord Cole. Wir müssen handeln. Entscheidet euch. Wir haben keine andere Wahl. Bitte vergibt uns Ulf Heden. Das sind das heute Ulf Heden. Shit. Da sind wir in ein Schlamassel reingeraten. Naja, aber ich möchte euch jetzt mal etwas zeigen. Wie ihr euch ja deutlich feststellen könnt, sind meine Truppen einiges stärker geworden. Ich habe offscreen jede Menge Kämpfe bestritten und ich habe so viele Meistersiegel wie nur möglich, wie ich jetzt gerade kaufen konnte, verwendet. Und haben schon so einige Charaktere aufsteigen lassen, wie zum Beispiel Tsubaki setzen. Also eine neue Klasse verpasst, wie zum Beispiel Tsubaki setzen Kinshi-Ritter. Rinka ist Oni-Häuptling geworden. Und Osmusu, ich habe sie wieder eine Dörflerin zurück. Ich habe sie wieder zu einer Dörflerin gemacht und habe jetzt die verstärkte Version für einen Dörfler. Habe sie jetzt zur stärkeren Klasse des Dörflers Händler aufsteigen lassen. Damit kann sie uns also deutlich besser dienen. Salis ist jetzt auch Rittmeister geworden. Hat er verdient, weil er war immer. Er hat immer hinterhergehinkt. Hinoka ist jetzt Falkenritter. Und ansonsten war es das. Es gibt leider noch ein paar Charaktere, die, ja, einen Aufstieg benötigen. Aber ansonsten dürfte alles so seine Richtigkeit haben. Ich glaube, insgesamt 10 Meistersiegel müsste ich noch benötigen, damit ich sie aufsteigen lassen kann. Einzig allein Felicia und Asura können halt nicht mehr das Meistersiegel verwenden. Alle anderen könnten es. Ist eigentlich schade. Vor allem bei Felicia, weil sie ist eine Dienstmaid und kann heilen, aber wie kann sie bloß eine bessere Klasse bekommen? Ist halt blöd, dass das bei ihr nicht geht. Interessant zu wissen ist, dass Hinata hier bleibt. Also das ist schon mal die Standardgruppe hier, ne? Da möchte ich aber auch, ja komm, wo ist er? Wo sind sie? Takumi auf meiner Seite haben, weil Tsubaki ist schon Kinshi-Ritter. Er hatte auch den niedrigsten Level. Ich möchte erstmals wirklich die ihnen den Vorzug geben. Die was noch nicht aufgestiegen sind, beziehungsweise erst noch aufsteigen. Also die noch nicht aufgestiegen sind und den niedrigsten Level haben. Bei Kaden lasse ich noch so, wie er ist. Er hat den einen der höchsten Level. Azura würde ich am liebsten auch raustun, aber sie wird benötigt, damit ich noch bei irgendeinem Charakter einen weiteren Zug geben kann. Tja, wen tue ich jetzt dafür am besten raus? Ja, Tsubaki wäre vielleicht nicht so gut, weil er ist ein. Komm, tu mal ihn raus. Ich hoffe nur, Felicia reicht als einzige Heilerin hier. Ich hoffe, ein Bogenschütze ist eine gute Idee, weil wenn die alle herausgehalten werden, müsste es einen Grund haben. Ich denke, das wird schon hinhauen. Nur gucken. Ja, er hat jede Menge Bogen. Okay. Dann los. Ulf Heden Alpha. Ulf Heden normal. Und die Alpha-Tiere, die sind natürlich stärker. Hier gibt es eine Drachenader. Senkt die Werte der Gegner. Oh, okay. Könnte ich also die erste Drachenader nutzen. Hier gibt es lauter Drachenadern. Manche sind hier in der Festung versteckt. Na schön. Dann versuche ich mal mein Glück hier. Ja, ich kann von der Ferne aus attackieren. Gebe ich ihnen also mal den Vorzug. Wow. Was verwandeln sie sich da bitte? Alter, die sehen heftig aus. Aber gut. Das war's jetzt. Moment, haben wir schon mal eins der Alpha-Tierchen besiegt. Es gibt jede Menge EP und ein Level-Up, das es sich verdient hat.
Sehr schön. Meistersiegel! Das habe ich gar nicht gesehen. Er hat ein Meistersiegel. Damit könnte ich ihn aufsteigen lassen. So ein Meister-Ninja. Gibt's noch mehr davon? Nee, der hat nur 3000 Gold. Ich muss sie auf jeden Fall anscheinend alle besiegen. 3000 Gold. Ja, die haben alle Gold. Moment mal, eine Bestienrune? Was? Ist das ein Zauberstab? Da ist noch ein Meistersiegel, ey! Alter! Damit könnte ich wieder jede Menge Karte aufsteigen lassen. Ob wir ihn dann als Partner bekommen könnten? Okay, als nächstes müsste ich mich mal um diese hier kümmern, aber vorher müsste ich ein Siegel aktivieren. Geht nicht, oder? Kann ich? Ja, ich kann mich leider nicht hinbewegen, Mann. Ich muss auf jeden Fall ein Siegel kriegen. Das Problem ist, wir können uns hier nicht gut bewegen im Walde. Ist unsere Bewegung leider eingeschränkt. Vor allem, das ist ein Berg dazwischen. Wir kümmern uns erstmal um so viele Feinde wie nur möglich. Der kann es nicht näher, der kann jetzt den beiden hier nicht zu nahe kommen. Das ist gut. Ninjas sind ja anscheinend auch eine gute Wahl. Okay. Lieber weiter in den Hintergrund schicken und Hana vorschicken. Sie kann sich am weitesten bewegen. Moment. Ich könnte ja... Wie weit kann sie sich eigentlich bewegen? Das könnte ich machen. Aber ich hätte die jetzt nicht so aufstellen müssen. Das heißt drum. Müsste trotzdem gehen. Jetzt für ihn singen. Und... Wow, fast ein Level up, schade. Und schon kann ich die erste Drachenader aktivieren. Sehr gut. Damit habe ich schon mal einen kleinen Vorteil erlangen können. So, jetzt sind die Gegner dran und da kommt er schon. Felicia. Aua. Schlag zurück, Leute. Mach das Monster fertig. Da kommen sie. Gut. Vielleicht lieber von hier aus attackieren. Sie kann sich leider selbst nicht heilen. Das muss Corin übernehmen. Er kann wenigstens zum Glück auch heilen. Also selber heilen. Mit Blütenfest. Samurai sind anscheinend gegen diese Monster gut. Oder? Achso, nein, weil er kann... weil sie kann das Schwert werfen. Habe ich ja total... Ist mir total entfallen. Ich glaube, ich nutze doch lieber... Pfeil und Bogen, um den auszuschalten. Nein! Okay. Passt schon. Level up! Nice. Wow. Gute Wertsteigerung. 3000. Na gut. Dann heile ich mal Felicia. Wird sie gerade benötigen? Oh! Ein weiteres Level up. Für Corin. Nicht gerade sehr gute Wertsteigerung, aber was so ist. Ich könnte jetzt mal... Er kann das Meistersiegel verwenden. Das hat er nötig. Jetzt kann ich mal seine Klasse wechseln. So, ich habe die Auswahl zwischen Tüftler, eine schulische Klasse, Puppenmacher, der Shuriken und Yomis verwendet. Und einen Meister-Ninja. Ninja-Lehrer verwendet Shuriken und Katana. Er kann also jetzt auch Katana verwenden. Dann würde ich sagen, steigere ich ihn erstmals... Lass ich ihn erstmals zum Meister-Ninja aufsteigen. Das hat er sich auch verdient.
nach der vielen harten Arbeit, die er geleistet hat. Es ist nur fair, wenn er jetzt auch endlich mal einen besseren Rahmen bekommt. Da ist er. Sieht schon viel besser aus. Es ist neu, Zeit die Grenze zu sprengen. Cool sieht er aus. Ist auch mit Katana. Ein zweites Meistersiegel kann ich auch noch kriegen. Auf wen lasse ich damit aufsteigen? Ich würde sagen... Ich habe ja bereits einen Meister-Ninja. Samurai habe ich auch schon eine bessere Stufe. Vielleicht lasse ich mal Hayato aufsteigen. Der Junge hat es auch verdient, ein besserer Kleriker zu werden. Na gut, wie gehe ich jetzt vor? Er kann sich in der Zwischenzeit für ihn singen, damit er dann weiter voranschreiten kann. Also er schließlich seine neue Klasse nun nutzen können. Währenddessen steigt sie auch einen weiteren Level auf. So dumm, ich kann leider nicht sehr, kann mich leider nur schlecht fortbewegen hier in dieser Gegend. Sie da vorzuschicken ist irgendwie riskant, weil sie anscheinend nicht viel gute Karten gegen die Monster. Ne, nicht unbedingt Monster. Also das will sich jetzt nicht wirklich behaupten. Behaupten, als das will sich jetzt nicht gerade bezeichnen. Es sind halt ähnliche Monster wie schon, sag schon. Boah, ich habe seinen Namen vergessen. So, ich schicke am besten... Ich teile am besten die Gruppe ein. So. Das sind schon mal auf uns zukommen. Was? Die kommen nicht? Okay. Dann kommt der wenigstens freiwillig zu uns. Von dem können wir ein Meistersiegel kriegen. Oh je. Nur eine geringe Chance für einen Treffer. Aber ich glaube vielleicht tatsächlich, dass... Das ist halt blöd, dass man sich nur so... eingeschränkt bewegen kann hier. Durch die Berge. Na gut. Da kann sie in der Zwischenzeit schon mal... Rattengeist geht auch. Das trifft zu 100%. Kann sie schon mal eine Vorlage geben. So. Und sie gibt dann gleich den Rest. Oder lasse ich das jemand anderen? Ja, ihr lasse ich da die Chance. Mach ihn fertig. Mit einem neuen Schwert. Ein Rettich. So, der hat das Meistersiegel. Ich komme nicht ran an ihn. Und sie kann auch nicht für ihn singen. Schade. Ich hätte es ihm gegönnt. Ah, aber sie kann ihn vielleicht töten. Dann kriegt sie aber das Meistersiegel. Ja, was soll's. Probieren wir es jetzt mal. Wollen wir mal gucken. Treffer. Und tschüss. Oh ja, es ist wirklich happy. So, das Meistersiegel. Kann ich aber aktuell noch nicht verwenden in meinem aktuellen Zug. So, hier kann nochmal. Sie kann sich am besten hier durchbewegen. Oh, okay. Naja, die Trefferquote ist nicht gerade hoch. Aber Takumi sollte es trotzdem mal versuchen. Dann mal los. Ah, shit. Das ging leider daneben. Das wollte ich natürlich nicht, dass das passiert. Jetzt komme ich nicht an ihn ran. Sie muss singen, damit Saizo ihn unterstützen kann.
kann sich im Gebirge nur sehr schwer bewegen. So, jetzt kann sie leider angreifen. Na schön. Wow. Samurais haben hier anscheinend einen guten Vorteil. Oh, Giftattacke. Ja, das wird leider für ihn nicht gut ausgehen. Aber zum Glück daneben. Fliesche ist einer von denen, die sich in diesem Gebiet wirklich gut durchbewegen kann. Na schön. Zeig's ihm. Mach ihn down. Das muss treffen. Und tschüss. Dankeschön für die Hilfe. Nice. Geheimbuch gibt es dafür. Ich würde ihm ein bisschen den Kill gönnen. Schön. Dann greifen die beiden erstmals an. Ach. Er trifft die das mal nicht. Gut. Da kriegt ihr jetzt halt den Kill. Und tschüss. Das war nur normaler. Der hier ist schon härter. Okay, wenn er jetzt trifft, dann dürfte das sein Ende werden. Also dann dürfte das sein... Ende werden, okay. Yes, Mann. Auch ein verdientes Level-Up für ihn. Jawohl, meine Truppen werden immer stärker. Tempofeder. Sie kann ihn das übergeben. Tauschen. So. So, er kann es in der Zwischenzeit verwenden, um jetzt auch aufzusteigen. So, hier gibt es jetzt den Basara. Studische Klasse, unbesorgte Kriege der Naginata und Schriftrollen nutzt. Und den Omyuji, mächtiger Zauberkundiger, der Routen und Schriftrollen nutzt. Damit könnte ich einen Heiler erschaffen. Aber ich glaube, er ist wohl eher der Basara. Dann mache ich halt, die andere zu einer Omyuji. Okay, Basara. Hoffentlich bekomme ich noch mehr Meistersiegel im Laufe der Story. Das sieht cool aus. Lass mich das älter aussehen? Ja, das lässt sich eindeutig cooler aussehen, mein Freund. Schade nur, dass das Profilbild dann sich auch nicht dementsprechend ändert. Dass man das nur während der Kämpfe oder der Szenen seine Veränderung... So eine deutliche Veränderung hier bewundern darf. Ich kann leider die Drachenader selber nicht verwenden. Also sie kann die Drachenader leider nicht verwenden. Schade. Es ist leider nur eine Getreue von ihm. Orochi, genau. Sie kann dann auch. Sie sollte dann auch noch die nächste aufsteigen können. Also die Chance kriegen, um aufsteigen zu können. Ja, sie kann nochmal singen. Weil ich so lustig bin. Sie wird dann auch demnächst noch ein Meister Ninja. Sehr gut. Ein paar Lebenspunkte geschenkt. So, und jetzt Drachenader nutzen.
Oh ja. Noch mehr Schwäche für, noch mehr Abschwächung für die Gegner. Die Bestienrune musste ich kriegen. Die war wahrscheinlich was für einen anderen Bestien. Typi. Alter, das ist echt blöd hier. Man kann sich kaum bewegen. Das Gelände ist hier wirklich sehr schwer zu durchtreifen für alle hier. Hilf mal, sei so bitte. Die können sich alle kaum bewegen hier, das ist einfach nicht zu fassen. Ich sollte wirklich vom Gebirge runter, aber schnellstmöglich. Ups, war das eine gute Idee? Na okay, jetzt geht's. So, der soll nur runterkommen. Oder der. Eieiei. Nicht gut. Oh, wow. Der konnte kaum was ausrichten. What the hell? Oh nein. Bitte stirb mir nicht weg, ja? Ein Glück, dass sie nicht zweimal angegriffen haben. Alter, und sie ist die Heilerin. Corin, hilf mir bitte. Er kann leider nur Blütenfest verwenden. So, jetzt reicht's. Das gibt Rache. Na mal los. Oh ja. Oh ja. Yeah. Und ein weiteres Level Up für ihn. Jetzt ist er auch auf Level 15. Und eine Bestienrune gibt es oben drauf. So, endlich mal runter von diesem verdammten Berg. So. Und zack. Ja, leider kein Level Up. Aber das kommt noch. Irgendwann. So, singen wir für ihn, dass er von diesem Berg runter kann. Na, leider noch nicht ganz. Lieber hier hin. Alles schön auf der Straße bleiben. So. Okay. Jetzt bist du dran. Zeig's ihm. Mach ihn fertig. Gut. Soweit so gut bislang. Sie kann sich wirklich am besten hier durchbewegen. Oh oh. Komm schon, wehr dich. Wow. Alter, wie viel Schaden die machen kann. Oh nein. Noch mehr Verstärkung. Aus dem Nichts, ey. Das ist scheußlich. Ah. Bring den jetzt bloß um. So. Mann, noch mehr Verstärkung, das ist nicht euer Ernst. Alter Schwede, die kommen alle aus dem Nichts. Gut, er sollte sie heilen in der Zwischenzeit. So. Sie kann auch Kagero auch in der Zwischenzeit heilen. So. Oh, schade, kein Level Up.
Aber es macht nichts. Mann, die können wirklich deutlich mehr Schaden machen gegen die Gegner. Hinter der Festung bist du nicht sicher, mein Freund. Oh ja, jetzt habe ich mal Level Up für ihn. Noch dazu ein bisschen Vergiftung. Mach ihn fertig. Und tschüss. Haha. Die Level steigen und steigen und steigen. Geil. Scheiß, Mann. So, jetzt kommst du dann hoffentlich bald von diesem verdammten Berg runter. Sie kann für keinen singen. Jetzt kommt er jetzt da runter. So, du kannst ihn jetzt in... Oder? Das überlasse ich lieber. Räuberkatana. Soll ich lieber dir überlassen. Vielleicht schaffst du sogar einen kritischen Treffer. Nein. Immer daneben, ey. Ist doch nicht euer Ernst. Hätte ich lieber von der Seite aus angegriffen. Schade. Na schön. Jetzt mach du ihn fertig. Okay. Müssen wir wirklich alle besiegen? Oder nur ihn besiegen? Was ist das eigentlich das Ziel? Ich weiß es gerade nicht. Aber eins weiß ich, der Part wird schon ein bisschen zu lang. Deswegen werden wir im nächsten Part weitermachen. Und wie immer, wenn es gefallen wusste, bitte dies beschwingen mir einen Daumen nach oben und siehst du beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crush Foto 4 geht hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Fire Emblem Fates Vermächtnis. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.